Nun, normalerweise halte ich meine Vorträge natürlich ganz alleine, aber heute habe ich wirklich das Gefühl, dass ich meine bessere Hälfte Petr hätte mitbringen sollen. Nicht etwa, weil ich Hilfe bräuchte, sondern weil wir so etwas wie ein sich ergänzendes Team darstellen, ganz besonders, wenn es um die Themen geht, um die wir heute sprechen, nämlich die aus dem Bereich Ethik und Reisen. Ich bin nicht hier, um lange Geschichten zu erzählen, deswegen versuche ich, eine lange Geschichte kurz zu fassen. Peter ist ein Hardcore-Kapitalist, ein Hotelunternehmer und Besitzer der Hotelgruppe Nordic Choice. Und wen heiratet er? Einen akademischen Bücherwurm, nämlich mich, eine Ärztin. Sie lachen vielleicht, das ist auch in Ordnung, aber ich bin im Herzen schon immer Umweltschützerin gewesen und seit ich ein Kind war, wollte ich einen Unterschied machen. Und es gibt hier einen Aspekt, der auch für Sie relevant sein dürfte, nämlich die Möglichkeiten, die sich entwickeln, wenn sich die Geschäftswelt mit der Verantwortlichkeit verbindet. Der Slogan auf der Businesskarte von Peter und auch auf meiner Businesskarte ist der folgende. Es gibt kein Geschäft zu machen auf einem toten Planeten. Was bedeutet das nun? Nun, wenn wir den Planeten, auf dem wir leben, zerstören, die Ressourcen ausbeuten, von denen wir abhängig sind, dann ist Business as usual einfach keine Möglichkeit. Und wenn wir darin übereinstimmen, und ich glaube, wir stimmen darüber überein, dass das Business as usual so nicht mehr funktioniert, dann führt das zur nächsten großen Frage, nämlich ob es in der Nachhaltigkeit auch große Geschäftsmöglichkeiten gibt. Was halten Sie davon? Nun, es ist ja offensichtlich, dass man die Welt nicht retten kann, dass man eigentlich überhaupt nichts mehr leisten kann, wenn Ihr Unternehmen bankrott ist. Aber darüber hinaus stellt sich doch häufig auch heraus, dass das, was gut für die Umwelt ist, auch gut fürs Geschäft sein kann. Nicht nur in langfristiger Perspektive, nicht nur in 10, 20 Jahren, sondern heute schon. Es kann tatsächlich ganz buchstäblich schon heute einen Unterschied machen. Und um das darzustellen und auch um vieles mehr zu erreichen, habe ich eine kleine Stiftung ins Leben gerufen. Food is precious, so why waste it? Here's how restaurants can save both money and the environment without anyone really noticing. A minor adjustment with major impacts. We love food, yet one-third of what we produce never gets eaten. In Europe, 90 million tons of food is wasted every year, generating more greenhouse gases than 36 coal plants or 80 million cars. In restaurants, two-thirds of what we throw away is leftovers from our plates. Waiters can't force guests to finish their meals, but perhaps they can be nudged. Our eyes are bigger than our stomach. When given plates of different sizes, even trained nutritionists are not able to make out a right portion. A normal meal simply looks skimpier on a bigger plate. We wanted to test whether downsizing the plates on buffets would encourage guests to help themselves with the right amount and then come back for more rather than taking too much at once. Nordic Choice Hotels, the biggest hotel chain in Scandinavia, has taken measures to reduce food waste from their restaurants. We arranged for scientists from Cicero to study the effect when they replaced these with these. Hotel staff weighed and reported food waste daily before and after the intervention. They even measured and recorded feedback from their guests. The results were striking. Even though waste production varied, the smaller plates reduced food wasted by an average of 20%. And the guests? Just as happy. The managers? Even happier. Throwing money away is never good for business. Restaurants do it twice. First, by purchasing too much food, then by paying for the disposal of what's perfectly edible. In Norway, every kilo of food waste costs restaurants more than 6 euros. If the entire European food service industry could cut one-fifth of their food waste, 2.5 million tons and billions of euros worth of perfectly good food could be enjoyed, not wasted. We would save the entire CO2 production of Iceland, times two. You see, minor adjustments can make major impacts. All it takes is a nudge.
This was one of our first studies. Das war eine unserer ersten Studien. Before I continue, what is an nudge? Aber bevor ich fortfahre, möchte ich noch einmal mit Ihnen darüber sprechen, was ein Nudge ist, was ein solcher Anstoß ist. Dort drüben hat gerade jemand seinen Nachbarn angestoßen, ganz genau so. Darauf komme ich auch nochmal zurück. Aber interessanterweise ist einer der vielleicht berühmtesten Anstöße einer, der aus der Reiseindustrie gekommen ist. Und zwar aus dem Schiphol Flughafen in Amsterdam im Männerklo. Dadurch, dass ein kleiner Fliegenaufkleber in die Urinale an einem bestimmten Bereich aufgeklebt worden sind, sind die Urinespritzer auf dem Boden um bis zu 80% reduziert worden. Können Sie sich das vorstellen? Das ist also ganz einfach, aber genauso brillant wie einfach. Wenn Sie also so etwas machen, dann schaffen Sie es, Ihre Badezimmer sauberer zu halten. Das ist witzig, ganz besonders für uns Frauen. Ein Nudge, ein Anstoß, ist also eine Bewegung, mit der man Aufmerksamkeit erregen möchte. Die Verhaltenswissenschaftler haben das natürlich ein wenig anspruchsvoller definiert. Sie bezeichnen das als eine Möglichkeit, Wahlmöglichkeiten so zu gestalten, dass das Verhalten von Menschen vorhersagbare oder gewünschte Art und Weise verändert wird, ohne dabei die Wahlmöglichkeiten einzuschränken. Die Verhaltensforschung ist natürlich nichts Neues. Sie können Lena fragen, sie hat sich im Bereich Marketing schon durchaus damit beschäftigt und die Marketingindustrie hat diese Art von Anstößen schon seit langem verwendet. Aber das ist etwas Neues im Kampf um die Rettung unseres Klimas. Und bevor ich damit fortführe, möchte ich noch etwas, auch etwas darüber sagen, dass natürlich die Reduzierung von Portionsgrößen nicht die Welt retten wird, aber dass es andere Fortschritte gibt und die liegen vor allem in den Händen dieser Herren. Sie müssen unser Energiesystem nicht nur verbessern, sondern vollständig transformieren. Ich bin eine eisenharte Optimistin gewesen, schon immer, und ich glaube an Demokratie und Diplomatie, aber mir ist klar geworden, dass diese Art komplexer Prozesse sehr viel Zeit brauchen. Ganz gleich, was diese Damen und Herren sich nun als Vereinbarung vornehmen, das wird vor 2020 niemals greifen. Und das dauert also noch weitere 7 Jahre, sehr lange Zeit. Und selbstverständlicherweise haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Glücklicherweise ist es aber heute so, dass wir sehr, sehr viele Lösungsaspekte schon verfügbar haben. Die technischen Möglichkeiten sind schon da. Wir können sehr viel erreichen. Und darüber hinaus gibt es so viele schnelle und kosteneffiziente Lösungsansätze, die wir bislang noch nicht einmal verwenden, obwohl es sie gibt. Das sind quasi die Früchte an den Bäumen, die am niedrigsten direkt vor unserer Nase hängen. Und weshalb ist das nun so? Normalerweise sage ich, dass das hier das fehlende Glied ist, beziehungsweise die Lücke zwischen dem Wissen und dem Handeln. Es gibt letztendlich eine große Lücke zwischen dem, was wir wissen, den Technologien, die wir besitzen, und dem, was wir wirklich verwenden. Die interessante Frage dabei ist, wie wir die Umsetzung all dieser intelligenten Lösungen, die es schon gibt, einfach weiter verbreiten. In einigen Fällen brauchen wir ganz sicher starke Regulierung, steuerliche Regulierung, und in anderen Bereichen brauchen wir vielleicht einen starken Schubs, vielleicht sogar einen Tritt in den Hintern, auf jeden Fall aber starke Anreize. Es wird Sie aber erstaunen, wie oft das Einzige, was nötig ist, ein kleiner Anstoß ist. Green Nudge als Organisation, die ich vor 3 Jahren gegründet habe, versuchen, Möglichkeiten zu identifizieren, mit denen wir das Verhalten der Menschen auf umweltfreundliche Art und Weise beeinflussen können, ohne dabei die Wahlmöglichkeiten einzuschränken oder die Kosten in die Höhe zu treiben. Green Nudge ist eine Organisation, bei der es nicht darum geht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern eine helfende Hand auszustrecken. Hier geht es um kleinere Anpassungen, die große Auswirkungen haben können. Und zwar messbare und nachweisbare Auswirkungen. Here's the story of our first green nudge. It's the story of how we can change customer behavior to the benefit of everyone. A story of how better energy labeling can help European consumers save the environment and money at the same time. We know people have a tendency to underestimate the total cost of things they buy. When buying a car, we focus on its sales price rather than its yearly gas expenses.
Most people never consider buying the most expensive tumble dryer in the store, even if it will be the cheapest in use at home. We wanted to test if people would buy more energy-efficient appliances if they knew the total lifetime costs. This is what we did. We teamed up with Elkjøp, the biggest electronics retailer in Scandinavia, to see if scientists from Cicero could nudge customers to buy greener tumble dryers. The Elkjøp staff were specially trained to inform customers on energy costs. We taught them that the cheapest dryer might end up more expensive in the long run compared to a higher priced yet more energy efficient one. Then, next to the regular price tags and the EU energy labels, we added these, showing the electricity costs for 10 years of normal use. This allowed the staff and customer to add up the total lifetime cost of the appliance. The results were astounding. A simple equation can indeed make people choose differently. The new information made customers buy dryers that use 5% less energy. 5%? That doesn't sound much, does it? If applied in all EU countries, it could save more than 10 million tons of CO2 every year. And how much is 10 million tons of CO2? It's the same as the exhaust of 2 million cars, or the entire CO2 production of countries such as Kenya or Luxembourg. We believe every store in Europe should start doing this. Why wouldn't they? The retailers get to sell higher priced products, the environment benefits, and this time the consumers save money too. You see, green is good for everyone. All it takes is a nudge. Was an dieser Studie interessant ist, ist, dass sie in Großbritannien im Augenblick reproduziert wird. Und Greg Barker, der Minister für Energie und Klimawandel, hat gesagt, dass wenn diese Ergebnisse wirklich so gut sind wie die unseren, dass dann in Betracht gezogen wird, die gesamte Energie Markierung und Etikettierung mit den entsprechenden EU-Labeling-Gesetzen entsprechend angepasst werden. Das wäre natürlich eine große Auswirkung. Green Nudge unterstützt aber nicht nur Studien zur Energieeffizienz. Wir arbeiten darüber hinaus auch im Bereich der Abfallentsorgung, ganz besonders bei Nahrungsmittelabfällen. Und wir schauen uns auch die Energieverwendung in Gebäuden und auch Möglichkeiten der nachhaltigen Nahverkehrs an. Wir sind aber ganz besonders interessiert an Fragen der Nahrungsmittel. Hier geht es um nachhaltige Nahrungsmittel, die nicht nur gut für unseren Planeten, sondern auch für unsere eigene Gesundheit sind. Fleisch, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die einfachste Art und Weise, auf die wir unseren CO2-Fußabdruck als Individuum reduzieren können, aber wie wir auch das Risiko der Erkrankung an chronischen Erkrankungen wie Herzerkrankung, Diabetes oder Krebs zu reduzieren, darin besteht, dass wir unseren Fleischverbrauch, ganz besonders rotes Fleisch, einschränken. Und darüber hinaus mehr Obst und Gemüse essen. Wenn jetzt alle EU-Bürger und Bürgerinnen zu 100% vegetarisch leben würden, dann wäre das eine der wirksamsten Arten und Weisen, um die Emissionen auf Seiten der Konsumenten deutlich zu verringern. Natürlich ist das nicht realistisch, aber wenn es so wäre, dann könnten wir ungefähr 266 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Wie viel ist das ungefähr? Nun, das ist ein höherer Emissionsausstoß als der von 76 Kraftwerken oder 52 Millionen Kraftwagen. Nun ein Beispiel aus Norwegen. Im Augenblick essen wir ungefähr doppelt so viel rotes und verarbeitetes Fleisch, wie es von den Gesundheitsbehörden wie der WHO und den nationalen Gesundheitsbehörden empfohlen wird. Und unglücklicherweise sind wir dabei nicht einmal diejenigen, die die Liste anführen. Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Brasilien, viele liegen da noch weiter vorne, was die Menge des verzehrten Fleisches angeht. Aber nur im Sinne unserer eigenen Gesundheit und der Vermeidung chronischer Erkrankungen sollten wir freiwillig unser Fleischkonsum mindestens halbieren. Wie viele von Ihnen sind Deutsch hier im Publikum? Ja, doch einige. Haben Sie den Versuch wahrgenommen, der Grünen Partei einen Veggie Day in den Kantinen einzuführen? Ja, erinnern Sie sich da an die Reaktionen?
Hands of my sausage. Ja, Hände weg von meiner Wurst. Das ist ein älteres Bild von 2009. Aber es gab einen richtigen Aufruhr, nicht wahr? Die Leute waren richtig sauer. Und einige Leute wie Stella McCartney, Paul McCartney haben durchaus erfolgreich fleischfreie Montage eingeführt, aber in Deutschland scheinen die Menschen noch nicht so weit zu sein. Und auch in Schweden hat die Grüne Partei vor gar nicht allzu langer Zeit vorgeschlagen, dass es eine Steuer auf rotes Fleisch geben sollte. Und Anders Borg, der Finanzminister, musste dann tatsächlich öffentlich verlautbaren lassen, dass das so nicht umgesetzt würde. Aber es stellt sich heraus, dass es fast einfacher ist, ein Atomkraftwerk zu schließen, als den Menschen an die Bratwurst zu gehen. Ja, das ist wirklich so. Weshalb ist dieses scheinbar heilige Gericht so wertvoll? Das scheint ein letztes Tabu zu sein. Ich meine, wir wissen doch, dass eine vegetarische Ernährungsweise günstig ist. Und ich selbst muss zugeben, dass ich nicht stark genug bin, um eine Vollzeit-Vegetarierin zu sein. Wenn meine Schwiegermutter kommt mit einem großen Steak und sagt, möchtest du da ein Stück von, dann kann ich das natürlich nicht ablehnen. Aber ich bin grundsätzlich überzeugt, dass es für uns und für den Planeten von Vorteil wäre. Ich möchte aber auch noch etwas anderes ansprechen, nämlich dieses Flexitarians. Wissen Sie, was das sind? Nun, nach diesem Vortrag werden Sie sich alle als Flexitarian bezeichnen. Das sind Vegetarier, die auch Fleisch essen. Und zwar ab und zu. Es geht nicht um ein totales Verbot, es geht nur um eine Reduktion. Und es ist letztlich ein einfaches Konzept. Sie essen mehr Gemüse, Obst, sie essen mehr Vegetarisches, aber können ab und an immer noch einen Burger essen, wenn sie Samstagabend auf dem Weg nach Hause sind von ihrer Party. Die Frage ist aber, wie wir die Menschen dazu bewegen können, ihren Fleischverzehr einzuschränken. Natürlich gehören Zuckerbrot und Peitsche dazu als Teil der Lösung. Aber die Peitsche in Form von Steuern oder Regulierungen sind zwar häufig sehr, sehr effektiv, aber die sind natürlich von Politikerseite aus schwer umzusetzen. Und das Zuckerbrot, wie beispielsweise die Subventionierung von Obst und Gemüse, stellen sich als zu teuer dar. Es ist also nicht einfach, in diese Richtung zu handeln. Aber einen Anstoß zu geben, kann hier einen Teil der Lösung darstellen. Wir versuchen im Augenblick sehr, sehr aufregende Dinge in Restaurants auszuprobieren. Wir versuchen herauszufinden, ob Menschen dazu angestoßen werden können, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, ohne dass man mit dem Finger auf sie zeigt, sondern einfach indem man beispielsweise die Präsentation des Essens oder die Reihenfolge der Essenskomponenten verändert. Das Fleisch zum Schluss kommt und Gemüse vorab, oder ob vielleicht die Standarddurchschnittsgröße eines Steaks reduziert würde, sodass die normale Portion ein wenig kleiner erscheint. Wenn Sie aber sehr hungrig sind, dann können Sie beispielsweise ohne Aufpreis eine größere Portion verlangen. Und wir haben festgestellt, dass vielleicht 8 von 10 sich durchaus mit der Normalgröße begnügen und den Gratisaufschlag nicht nutzen würden. Und die Endergebnisse scheinen tatsächlich so vielversprechend zu sein, wie die ersten Daten nahelegen. Und wenn das so sein sollte, dann könnte dieser kleine Anstoß wiederum Großes bewirken. Das wäre wieder eine dreifache Gewinnsituation. Die Menschen, der Planet und natürlich, um das nicht zu vergessen, auch die Profite würden gut dastehen. Google ist ein Unternehmen, das ich aus vielen Gründen wirklich bewundere. Aber auch sie stoßen die Menschen an, beispielsweise ihre Mitarbeiter in ihren Kantinen. Sie haben schon verschiedene Initiativen gestartet. Sie haben beispielsweise die Coca-Cola-Flaschen weiter unten in den Regalen angeordnet, sodass es nicht mehr so einfach ist, diese zu greifen, und die Wasserflaschen sind auf Augenhöhe angeordnet. Darüber hinaus werden die umsonst ausliegenden Schokolinsen abgedeckt. Ich meine, das ist natürlich erstmal ein Anstoß in die falsche Richtung, aber insgesamt
sind doch die Mitarbeiter jetzt dabei, sich sehr viel gesünder zu ernähren. Beispielsweise stoßen sie als erstes in der Kantine auf die Salatbar, wo sie sich ausgiebig bedienen, bevor sie die höher kalorienhaltigen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch auf die Hotel- und Hospitality-Branche ausgewertet werden könnte. Ich glaube, dass privates Unternehmertum und private Unternehmen hier nach nachhaltigen Standards streben kann und sollte. Und hier geht es in erster Linie darum, Kunden und Kundinnen so anzustoßen, dass sie automatisch die nachhaltige, gesündere und vernünftigere Option auswählen. Und bei mir geht es natürlich immer um die möglichst große Wahlfreiheit. Und ich glaube, das geht hier vielen so. Und statt dann also die Gäste anhalten zu müssen, dass sie sich alle einzelnen Aspekte ihres Essens deutlich anschauen müssen. Wo kommen die Tomaten her? Wo kommt der Sellerie her? Was ist das für ein Rindfleisch? Was ist mit dem Rindfleisch geschehen, bevor es auf meinem Teller gelandet ist? Ich glaube viel eher an ein groß zu schreibendes Gesetz für unsere Kunden. Und das sollte lauten, dass wir uns ständig und andauernd um den Planeten Gedanken machen und unser Möglichstes tun, dass sie deswegen hier sich keinerlei Sorgen dieser Art mehr machen sollten. Das heißt, die Unternehmen sollten dafür Sorge tragen, dass die Kunden bereits wissen, dass das von ihnen beehrte Unternehmen nicht unethisch handelt. Natürlich geht es hier auch um Wachstum, Wirtschaftswachstum und Wachstum des BIP. Und die Menschen werden weiterhin reisen, sie werden in unseren und anderen Hotels einchecken und natürlich werden sie auch weiterhin in Restaurants essen. Und deswegen, glaube ich, ist es eben Aufgabe der Branche an sich, grüne Hospitality und nachhaltiges Reisen doch erfolgreicher, sexier und auch genussfreudiger zu gestalten. Auf der Grundlage dieses Beispiels möchte ich etwas über die Autoindustrie sagen. Und zwar, dass sie nämlich gezeigt hat, dass eine nachhaltige Zukunft längst nicht mehr so aussehen muss. Das sieht natürlich aus, als würde es Spaß machen, aber jetzt kann eine nachhaltige Zukunft auch so aussehen. Das ist der neue Mercedes SLS AMG mit Elektroantrieb. Das ist ein Sportwagen, und zwar einer der coolsten Sportwagen. Und der fährt mit 100% erneuerbarer Energie. Es ist also an uns, zu zeigen, dass nachhaltige Hospitality nicht bedeutet, dass man seine Nächte in Unterkünften wie diesen, sondern eben in solchen Hotels verbringen kann. Das ist das neue 5-Sterne-Hotel in Tjøholmen, hier vom Wasser aus gesehen. Und das ist so nachhaltig wie möglich gebaut worden und wir versuchen so viel wie möglich, beispielsweise im Bereich der Nahrungsmittel, zu tun wie möglich. Und es geht letztendlich darum, die Unternehmensverantwortlichkeit auch umzuwandeln in Möglichkeiten für private Unternehmer und Unternehmen. Und weil es diese Möglichkeit der dreifachen Gewinnsituation gibt, weil es diese Früchte gibt, die schon vor unserer Nase baumeln, gibt es ganz hervorragende Möglichkeiten für uns, für den Planeten und für die Menschen, eine positive Veränderung herbeizuführen. Und diese tief hängenden Früchte wollen einfach entdeckt und ausgenutzt werden und dann entsprechend kommerzialisiert und ausgerollt werden. Während wir also versuchen müssen, diese Damen und Herren weiterhin anzustoßen, auf dass sie schneller reagieren, können wir doch schon einen großen Anfang hin zu einer verbesserten Nachhaltigkeit und einer erhöhten Profitabilität zu bewegen. Und zwar mit einem leichten grünen Anstoß. Ich bin also Beraterin zu Fragen der Gesundheit und der nachhaltigen Geschäftsführung in einem familiengeführten Hotelunternehmen geworden. Und das ist natürlich das Wichtigste, was wir tun hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten, die wir haben. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr privilegiert, weil es mir obliegt, unsere philanthropischen Stiftungen mit zu verwalten. Und mir ist es gegeben, Projekte mit auswählen zu können, die tatsächlich eine große Auswirkung haben können. Und zwar weit über den Bereich des Tourismus und des Reisens hinaus. Ich hoffe, dass ich zusammen mit meinem Ehemann es schaffen, neue Einsichten und Optimismus zu verbreiten, die wir mit den Menschen teilen können, die in unseren Hotels über Nacht bleiben. Und ich denke, es ist eine tolle Aufgabe, hier alle Möglichkeiten auszuleuchten, die es gibt im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens.
Das war mein kleiner Anstoß an Sie. Vielen Dank für die Einladung.